Willkommen zu einem neuen Xcode-Tutorial. Heute erstellen wir ein ganz kleines Spiel. Und zwar haben wir dafür einen Burger und einen traurigen Smiley. Und wenn wir den Burger in den Mund des Smileys schieben, verschwindet der Burger und der Smiley wird glücklich. Dazu erstellen wir als erstes ein neues Projekt, und zwar eine View-Based Application unter iOS. Den Namen nennen wir hier einfach mal Feed Me, da wir unseren kleinen Smiley ja füttern sollen. Und speichern können wir es wie immer genau da, wo wir es speichern wollen. Auch wenn ihr kein solches Burger-App hinterher einmal erstellen möchtet, ist dieses App, was wir jetzt erstellen, trotzdem ein sehr guter Einstieg in das Programmieren mit den Standorten von Objekten in einem Projekt. Zu Beginn ziehen wir erst einmal unsere drei Bilder, also den Burger, den traurigen und den glücklichen Smiley in unser Projekt rein. Die habe ich hier auf dem Desktop und einfach, wenn wir es hier hineinziehen, in den Ordner Feed Me kommt dieses Fenster. Hier lassen wir einfach alles so, wie es ist und auf Finish und schon haben wir die Bilder in unser Projekt importiert. Die können wir uns nur noch alle angucken, wenn wir auf die Bilder klicken. Hier so ein Burger, sieht nicht perfekt aus, habe ich selbst erstellt, genauso wie die Smileys hier. Sollte jetzt einfach nur zweckmäßig sein. Und dann gehen wir nun mal zu Beginn in den FeedMeViewController.exib. Hier fügen wir die beiden Bilder hinzu, also suchen wir hier unten einfach mal nach Image und ziehen diese dann auf den View, ja genau, nicht daneben, ziehen die auf den View und passen die Größe an, genauso groß wie unser trauriger Smiley bzw. so groß wie der Burger sein muss. So, das Bild hier unten soll der Smiley sein, erst der traurige und dann später der glückliche und hier oben der Burger. Dafür gehen wir auf das dritte Icon von rechts im Inspektor und wählen hier Burger.png aus. Und nun ist dieses Bild unser Burger. Das können wir nun noch von den Größen anpassen und dann einfach oben links in unser iPhone View hineinziehen. Das Bild hier unten bekommt das Image Smiley traurig.png. Hier hat der Smiley noch Tränen und einen ganz weit aufgerissenen Mund. Beim anderen ist der Mund zwar genauso groß, aber dort sieht man eine Zunge und die Augen sehen dort auch glücklicher aus. Nun können wir noch den Background von unserem ganzen Feld ein bisschen erhellen, dann sieht es ein bisschen schicker aus. Und dann können wir schon in die ViewController.h-Datei gehen. Hier stellen wir die beiden IB-Outlets zu den UI-Image-Views. Das erste nennen wir Burger, das geht ganz einfach über den Befehl Sternchen Burger. Und das zweite IB-Outlet vom Typ ist das auch ein UI-Image-View, das nennen wir einfach mal traurig. Wir brauchen nicht noch ein Image-View für Happy, da wir ja vorerst kein Image-View haben, wo dieser glückliche Smiley ist, den benutzen wir erst später. Ja, das war schon in der Punkt-H-Datei und nun gehen wir in die Punkt-M-Datei. Hier benötigen wir nun eine vorgefertigte Methode, die lässt sich aufrufen über void und dann touches moved. Und wenn wir so viel eingegeben haben, dann müssten wir das auch schon sehen. Moved und jetzt können wir einfach über return alles bestätigen. Das ist wie gesagt eine vorgefertigte Methode, deshalb muss man sie auch nicht im Header deklarieren. So, nun erstellen wir einen Touch, also eine Berührung. Das ist so ein NS-Set, wie es da oben steht. Deshalb haben wir auch diese vorgefertigte bzw. vordefinierte Methode hier hinzugefügt. Das ist ein UI-Touch, den können wir jetzt benennen, wie wir wollen. Ich nenne hier einfach mal Touch. Und diesem sagen wir jetzt, dass an jedem Objekt soll er alle Berührungen tracken, egal ob das nur ein Label ist, ein Button oder wie wir es hier brauchen, ein UI-Image-View. Er soll halt alle Berührungen tracken. Und dafür gibt es den Befehl, zweieckige Klammern auf, event all touches any object, also egal an welchem Objekt, eckige Klammer zu, Semikolon. Als nächstes wandeln wir unseren Touch, also unsere Berührung, in einen CGPoint um. Diesen CGPoint nennen wir jetzt einfach mal Location, also den Ort der Berührung. Ist gleich, eckige Klammer auf, Touch, Location in View, Doppelpunkt Touch, das ist der UI-Touch, den wir gerade erstellt haben, Punkt View, eckige Klammer zu, Semikolon. Damit bestimmen wir diesen CGPoint, also diesen Punkt bzw. diese X- und Y-Koordinate auf dem View, als den Punkt, der gerade berührt wurde. Also wirklich nur dieser eine Punkt, es ist keine Fläche wie bei diesem Bild, es ist wirklich nur mit einem Punkt versehen und mit diesem Punkt können wir nur noch weiterarbeiten.
Als nächstes eröffnen wir eine If-Klammer, also wenn etwas ist, dann mach Folgendes und wenn das nicht ist, dann mach etwas anderes. Und zwar if cgrect contains point. Das heißt so viel, also cgrect ist leicht gesagt ein Viereck, also alles hat wirklich ein cgrect, ob das jetzt ein Button ist, das ist viereckig, ob es ein UI-Image-View ist, die haben alle ein cgrect, weil es halt viereckig ist. Und Contains Point heißt so viel, dass wenn dieser cgrect ein Point beinhaltet, was in diesem Fall halt unser Burger Frame ist, also das Rechteck vom Burger, dann soll dies unsere Berührung, also unsere Location beinhalten. Also hier für den ersten Point, eckige Klammer auf Burger Frame, also Frame ist wie gesagt das Rechteck vom Burger, soll, Komma, unsere unsere Berührung beinhalten, also hier Location. Und jetzt bei Statements können wir nun hinschreiben, was nun passieren soll. Und da schreiben wir hin Burger.Center, also das ist festgelegt als die Mitte des Burgers gleich Location. Also die Mitte des Burgers wird der neue Ort, wo jetzt unser Burger sich aufhalten soll. Falls wir nun den Burger mit der Maus bewegen und wir dann die Maustaste loslassen, müsste der Burger also nun an der Position, wo wir ihn losgelassen haben, bleiben, da dies sein neuer Ort sein müsste. So, und nun weiß das Programm natürlich noch nicht, was der Burger ist, deshalb müssen wir nun noch im XIB über Files Owner und dann oben rechts über Connections unsere Outlets verbinden. Burger auf den Burger. Traurig auf unseren traurigen Smiley. Jetzt weiß das Programm auch, welches Bild der Burger ist und nun können wir unser Programm auch einmal ausprobieren. Wenn Bild succeeded steht, haben wir auch keinen Fehler gemacht und wir können unser Programm einmal ausprobieren. Hier, ihr seht, es funktioniert. Wir können unseren Burger nun frei bewegen. Über dem Mund passiert natürlich noch nichts, weil wir dies noch nicht programmiert haben. Und das war's auch vom ersten Teil unseres eigenen kleinen Spiels. Schaut beim nächsten Part wieder hinzu. Dort programmieren wir dann auch, dass alles funktioniert, wie am Anfang gezeigt.